Schauen wir uns nun das Ribbon zu Rendering an. Dazu nehmen wir uns mal einen kleinen Bereich wieder raus. Ich gehe wieder über die Limitbox. Und schauen wir uns das mal hier an. Was wir jetzt sehen, ist die Darstellung in Intensitätswerten. Das heißt, der Laserscanner sendet ja über den Laser, klar, ein Licht aus. Das wird empfangen, sprich der Laser. Und die Intensität, wie stark dieser Laserstrahl zurückkommt, wird mitgemessen. Das heißt, wenn wir uns den Reifen anschauen, der ist in der Regel schwarz. Der ist schlechter reflektiv als zum Beispiel hier die Felge, beziehungsweise hier diese Kunststoffschutzbleche sind schwächer reflektiv als der Kastenaufbau hier von dem Anhänger. Über die Intensität oder über diesen Schalter können wir umschalten direkt zwischen Intensität, diesen Regenfarben, Regenbogenfarben oder den Echtfarben. Wenn der Scanner also RGB-Werte mit aufgenommen hat, können wir also diese hier auch in Cloudworks uns entsprechend anschauen. Die sind dann zusammengesetzt hier in der Gesamtpunktwolke aus verschiedenen Scannerstandpunkten und hier haben wir also dann die Echtfarben auf der Punktwolke. Wenn wir zurückgehen in die Intensitätswerte, dann kann man diese Farbskala von blau hochreflektiv bis rot schwachreflektiv beeinflussen. Und das können wir in den Farbmapping-Einstellungen machen. Dieses kleine Fenster, in diesem kleinen Fenster können wir also die Gesamtbildfarbe umstellen, also auch hier wieder auf Echtfarben oder Intensitätswerte. Wir können auf Höhen die Punktwolke nach der Höhe einfärben. Können wir mal machen. Das heißt, wir müssen hier sagen, ab wie viel, wo der Startwert ist. Ich gehe mal hier auf, ich glaube, minus 3 Meter. Wir können das Delta eingeben. Also alle, ich sage jetzt mal, alle 10 cm soll ein Farbwechsel stattfinden und sage mal übernehmen. Sieht man hier eine gewisse Farbabstufung, das ist aber noch nicht viel. Also gehen wir mal hier auf 1 cm übernehmen. Und hier sieht man jetzt schön den Farbverlauf, also ab minus 3 Meter bis hier hoch ändert er also bei 256 Farbschritten jeden Zentimeter die Farbe. Das ist eine gute Geschichte, wenn Sie eine Punktwolke ohne Intensitäts- oder Farbwerte bekommen. Dann kann man hier zumindest ein wenig 3D-Verständnis über die Höheneinfärbung machen. Gehen wir nochmal zurück in die Intensitätswerte. Ich ändere also hier oben auf Intensitätswert. Schauen wir uns das mal nochmal an. Sie haben hier in dem ausgegrauten Bereich bei den Parametern des Intensitätsbildes die tatsächlichen Werte, die in der Punktwolke vorhanden sind. Also von 0 Intensität, 0,4 Nachkommastellen, bis 1, also 100%, kommen hier Intensitätswerte vor. Auf diesen Intensitätsbereich ist also die Farbskala von blau 100% bis 0% rot gesetzt. Wenn ich jetzt hier auf dem Pflasterbereich ein bisschen mehr Kontrast haben möchte, dann sehen Sie, der ist rot-orange. Und wir versuchen jetzt mal hier ein bisschen was an Informationen rauszukitzeln, dass wir diesen Farbbereich von blau bis rot jetzt mal eingrenzen, dass 0% rot ist und 2%, also Punkt 2, blau wäre. Übernehmen. Gucken, was passiert. Wir sehen also jetzt hier im Pflaster ein bisschen mehr Kontrast. Wir sehen jetzt hier Blätter auf dem Boden liegen. Wir sehen jetzt auch an dem Anhänger, dass sich was verändert hat. Das ist also eine Möglichkeit, die Farbskala in einen anderen Bereich zu schieben. Wenn Sie die ursprünglichen Werte wieder haben möchten, einfach hier auf den Doppelpfeil gehen und übernehmen klicken. Das Farbschema haben wir jetzt hier auf Multifarbton. Es gehen aber auch Grautöne. Machen wir das mal, übernehmen. Und hier bekommen wir jetzt einfach die Farbskala nicht von blau bis rot angezeigt, sondern von weiß bis schwarz. Also im Grunde die gleichen Prozentwerte der Intensität,
aber jetzt eben von grau bis oder von schwarz bis weiß. Hier können wir jetzt auch mit der Gamma-Korrektion, mit dem Kontrast spielen. Erhöhen wir den mal, gucken, was passiert. Da sieht das Ganze dann etwas kontrastreicher, dunkler aus. Gehen wir nochmal auf die Farbwerte, auf die Echtfarben. Dann in dem Bereich Rendering haben wir noch die Punktsichtbarkeit. Also einfach Punktwolke aus, Punktwolke an. Wir haben Punktfang. Das heißt, wenn ich irgendwas mache, zum Beispiel hier jetzt eine Polylinie zeichnen möchte, dann habe ich ja in der Regel den Objektfang an. Sie sehen, mein Cursor blinkt hier auf. Ich kann also jetzt hier einfach von hier rüber eine Linie zeichnen über den Objektfang. Sie haben also die Möglichkeit, den Objektfang entweder in der CAD auszuschalten oder auch innerhalb von CloudWorks. Dass ich jetzt hier den Punktfang ausschalte. Das heißt, wenn ich jetzt auf Zeichnen gehe, Polylinie, dann fängt mein Cursor hier keinen Punkt, weil einfach kein Objekt da ist. Das heißt, das, was er jetzt zeichnen würde, macht er einfach in der CAD, aber er fängt hier keinen Punkt der Punktwolke. Also wenn hier mal der Objektfang nicht funktioniert, bitte sowohl in der CAD auf Objektfang schauen, als auch hier auf diesen Umschalter. Der letzte Schalter in diesem Bereich, oder der vorletzte, ist die Punktdichte. Wir können also hier über diesen Schalter steuern, ob alle Punkte der Punktwolke angezeigt werden sollen, in dem Bereich, den wir sehen, oder nicht. Das ist bei einer LGS-Datei oder bei Jetstream eigentlich nicht mehr notwendig, weil einfach die Performance von diesen Formaten so hoch ist. Das gleiche gilt auch für den Regeneriere Punktwolke. Wenn ich den jetzt hier anwende, dann funktioniert das einfach nicht, weil in den Bereichen Leica Geosystems Datei öffnen oder Jetstream dieser Schalter keine Funktion mehr hat. Das heißt, der ist wirklich nur dafür da, wenn Sie einen Model Space View öffnen mit dem Schalter Regeneriere Punktwolke, zwingen Sie die Software für die aktuelle Ansicht bis ans Ladelimit dann zu gehen.